Nummer 23 von unserer Challenge. Mit großen Schritten gehen wir aufs Finale zu. Letzte Woche. Aber das müssen wir uns verdienen, das Finale. Ja. Und deswegen heute nochmal mit einem Variationsworkout. Das heißt, die 5 Übungen ein bisschen abgeändert, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt und ein neuer Reiz für den Muskel gesetzt wird. Alles klar, wir gehen die Variation ganz schnell durch. Genau, kurzes Techniktraining. Was ich anbiete für die erste Übung, ich zeige es mal gerade, ist statt der normalen Squats, die wir eigentlich immer machen, du gehst zurück in einen Lunge, einen Ausfallschritt und dann hebst du dein Knie. Ausfallschritt, Knie. Das machen wir bis zur Halbzeit auf einer Seite und dann Seitenwechsel. Wenn du sagst, das ist mir zu viel mit dem Knieheben, kannst du auch einfach immer nur einen Tap machen. Ja? Vielleicht hast du die Balance noch nicht, weil die Körperspannung noch ein bisschen fehlt. So, Sinan ist verletzt, hat gerade ein bisschen Probleme mit dem Fuß. Aber auch für alle Leute, die vielleicht aufgrund von Knieproblemen keinen Lunge machen können, gibt es hier die Option, ein Squat mit einem Knee-Lift. Und da einfach immer die Beine wechseln. Unabhängig von der Halbzeit, immer Seitenwechsel. Perfekt. Alles klar. Ja? Anstatt der normalen Liegestütze, wie wir sie sonst machen, bieten wir diesmal 2 Variationen an. Genau. Ich mache die für wir starten beide gleich, würde ich sagen. Für den Trizeps. Für den Trizeps, weil normalerweise machen wir immer die Brustliegestütze. Das heißt, Hände schön weit aufsetzen, weiter als die Matte. Und dann sinkt die Brust zwischen die Ellbogen bzw. die Hände. Und beim Trizepsliegestütz setzt du die Hände wesentlich enger, nämlich unter deine Schulter, exakt unter die Schulter. Und jetzt aufpassen, wenn du sinkst, gehen die Ellbogen nicht nach außen, wie das beim Brustliegestütz ist, sondern du schiebst sie nach hinten quasi an deinen Rippen vorbei Richtung Hüfte. Super, super wichtig. Schützt dein Gelenk durch die perfekte Technik. Ja? Und du kannst es immer checken, du musst innen an deinem Arm, musst du den Stoff von deinem T-Shirt spüren. Dann bist du richtig. So, statt des Paddlers. Ganz kurz noch. Das ist herausfordernd. Wir haben den Trizeps bisher in der Form noch nicht trainiert. Wenn du sagst, puh, das ist schon ganz ordentlich, dann kommst du mit mir ab der Halbzeit einfach wieder in die Breitenliegestütze. Oder notfalls sonst einfach immer auf die Knie gehen. Ja, das sowieso. Ja. Ja. Okay, genau. Statt des Paddlers. Yes! Hip Bridge habt ihr schon kennengelernt. Letztes Mal haben wir die Variante gemacht, Heben und Senken der Hüfte. Und heute heben wir an, ein Bein zum Himmel, beugen, absetzen, sinken, wieder hoch, beugen, zum Himmel, beugen, landen, tief. Ja, dann halten wir oben noch ein bisschen mehr die Spannung, die Körperrückseite muss noch mehr arbeiten. So, dann haben wir statt der Plank... haben wir eine Side Plank. Es gibt ganz viele verschiedene Optionen. Auf jeden Fall Ellbogen exakt unter die Schulter setzen. Hüfte am Boden und dann löst du deine Hüfte. Das Knie kann am Boden bleiben. Du kannst den Arm zum Himmel bringen, du kannst ihn auch auf deine Hüfte setzen. Das ist die erste Option. Müsstest du schon hier schön deine Taille spüren. Zweite Option, andere Fußaußenkante auch noch aufstellen. Und wenn du gar nicht genug bekommst, hebst du das obere Bein noch an. Aber da brauchst du schon eine echt starke Körpermitte für. Ich will euch die nicht absprechen. Ich will nur die, die jetzt denken, is she crazy? Keine Sorge, das ist schon wirklich eine super advanced Option. Und wenn ihr die nicht ansatzweise hinbekommt, stresst euch nicht. Ich habe euch genug andere Optionen gezeigt. Sei da, wo dein Körper sagt, das passt, das ist gerade mein Trainingslevel. Und das ist auch völlig in Ordnung. Alright, und dann haben wir noch statt der normalen Crunches. Genau, habe ich nochmal den Cross-Crawl dabei, wo es auch so ein bisschen mehr einmal quer über die Körpervorderseite geht, die seitliche Bauchmuskulatur mit angesprochen wird. Haben wir schon gemacht. Wir hatten den Rhythmus von einer Seite auf die andere. Heute einfach anderer Rhythmus. 3, 2, halten. 3, 2, halten. Das ist die leichte Option, wenn du möchtest. Beine lang. Langer Hebel, mehr Arbeit für die Körpermitte. Okay, wir haben alle Variationen, wir haben Bock. Let's go. Wir brauchen nur noch Musik. Get ready for tutorial 5. Squats in 3, 2, 1, go. Such dir ein Bein aus und dann machst du erstmal nur die eine Seite. Und gerne auch in langsamem Tempo, wenn du das Gefühl hast,
bis du dich dann kontrollierter bewegen kannst. Seitenwechsel. Geht nur für dich. Mhm. Sini wechselt die ganze Zeit und alle, die mit ihm sind. Und denk auch nochmal an die Option, einfach nur anzutappen, wenn das mit dem Knee-Lift noch ein bisschen viel ist. Seid ihr mit mir down? 3, 2, 1. So, Trizeps. Trizeps-Push-Ups. Alles klar. Ich zieh durch. Das heißt, Hände schön unter die Schultern. Bauch fest. Und dann nochmal dran denken. Ellbogen gehen diesmal nicht nach außen, sondern schieb sie schön nach hinten, an den Rippen entlang, Richtung Hüfte. Und falls das sehr intensiv ist, weil den Trizeps, den haben wir in der Form noch nicht trainiert, gehst du einfach nur den halben Weg. Und grundsätzlich hast du die Option, jetzt nach der Halbzeit auch in die breiten Liegestütze zu wechseln. Rückenlage. Hip Bridge. Die Hip Bridge, genau. Fersen nah am Po, Füße hüftweit. Und dann roll die Hüfte hoch, winkel ein Bein an, verlängere es zur Decke, wieder beugen, absetzen und landen. Wieder hoch und dann einfach Seitenwechsel. Jedes Mal, wenn du aufrollst, spann den Po an und halte hier die Spannung im Po, damit die Hüfte schön oben bleibt und auf einer Ebene. Und push deine Fersen so richtig schön in den Boden. Und das Bein muss nicht gestreckt sein. Und wenn du kannst. Falsch gemacht. Ich hab gerade einen Fehler gemacht. Ja? Plank. Wir machen eine Side Plank. Und in der Halbzeit wechseln wir die Seite. Genau. Ich nehme es dann gedoppelt. 3, 2, 1, go. Hüfte heben. Wenn du möchtest, bist du hier. Wenn du noch mehr möchtest, bist du hier. Möchte ich nicht. Spann die Körpermitte an. Halt die Hüftknochen möglichst gestapelt, damit die Hüfte parallel bleibt. Und dann Seitenwechsel. Knie am Boden, Fuß gelöst oder nicht. Unteren Fuß lösen. Vielleicht noch das obere Bein. Endspurt. Cross-Crawl. So, Cross-Crawls. So, wie war das Timing? 3, 2, 1. 3, 2, halten. 3, 2, halten. Super easy. Und auch hier, denk nochmal dran, du hast die Möglichkeit, die Zehen aufzutappen, um ein bisschen Intensität rauszunehmen. Und auch hier kannst du zum Beispiel jederzeit wieder einsteigen. Super easy. Nice workout. Das ist immer besser, jeden Tag. Ja, das merkt man auf jeden Fall im Unterschied. Alles klar. Morgen geht's weiter. Bis dahin.